Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des YouTube-Kanals, guten Tag. Ich hatte ja schon ein kurzes Video gemacht, in dem ich mal so den Problemkreis, der mit Trennung von Ehegatten verbunden ist, angerissen habe. Jetzt noch ein paar kurze Worte zum Thema Scheidung. Auch hier will ich aber vorsorglich gleich wieder sagen, das Thema ist kompliziert, jeder Einzelfall ist anders. Das kann im Grunde genommen, was ich jetzt hier erzähle, nur eine Orientierung sein, vielleicht für Ihren Merkzettel, was Sie mit dem Anwalt besprechen wollen oder mit der Anwältin, je nachdem, zu wem Sie gehen, und kann auf keinen Fall auch nur annähernd eine fundierte Beratung ersetzen. Seien Sie auch vorsichtig mit Informationen aus dem Internet. Jeder Fall ist anders und jede gerichtliche Entscheidung betrifft immer nur einen Einzelfall. Man kann anhand dessen, was so im Internet auch von den Gerichten selbst veröffentlicht wird, gerade als Laie nie sehen, ob und was in welchem Umfang auf den eigenen Fall zutrifft. Das mal nur vorweg. Diese Warnung gilt eigentlich für alle Rechtsgebiete. Nach einem Jahr der Trennung kann in der Regel ein Antrag auf Scheidung der Ehe gestellt werden. Dafür besteht Anwaltszwang, heißt, den Antrag kann für den antragstellenden Ehegatten nur ein Anwalt wirksam bei Gericht einreichen. Das Ganze ist natürlich mit Kosten verbunden. Man muss die Gerichtskosten vorschießen, sonst wird der Antrag gar nicht erst zugestellt. Und die Anwaltskosten kommen auch noch dazu. Wenn man in prekären finanziellen Verhältnissen ist, kann man Beratungshilfe für die Beratung beantragen und für das eigentliche Scheidungsverfahren dann Prozesskostenhilfe, die im Familienrecht Verfahrenskostenhilfe heißt, aber sachlich eigentlich sich nicht davon unterscheidet. Den Beratungshilfeantrag für die außergerichtlichen Sachen, den müssen Sie selber beim Amtsgericht für Ihren Wohnsitz stellen. Den Prozesskosten- oder Verfahrenskostenhilfeantrag stellt in der Regel Ihr Anwalt zusammen mit dem Scheidungsantrag und gibt Ihnen dann auch das nötige Formular beim Erstgespräch mit. Ja, wie gesagt, nach einem Jahr kann in der Regel der Scheidungsantrag gestellt werden. Grund ist, dass wir das sogenannte Zerrüttungsprinzip haben. Das heißt, eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie zerrüttet ist. Und diese Zerrüttung wird eben nicht mehr an irgendwelchen Vorkommnissen festgemacht, sondern einfach daran, wie lange die Ehegatten getrennt leben, und deswegen spielt es auch schon eine Rolle, ob man vielleicht schon vorher in der ehelichen Wohnung getrennt gelebt hat, bevor jemand ausgezogen ist. Dazu hatte ich ja im Einzelnen in dem Video zur Trennung schon was gesagt. Nach einem Jahr wird widerlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, nach 3 Jahren unwiderlegbar. In der Praxis sind die Einzelheiten kompliziert, aber man kann im Groben sagen, dass der Ehegatte, der nicht geschieden werden will, nach diesen Fristen im Grunde genommen nicht mehr viel machen kann, wenn nicht ein Extremfall vorliegt. Vor Ablauf dieses Trennungsjahres kann man die Scheidung beantragen in Härtefällen, wenn schlichtweg unzumutbar ist, das Trennungsjahr abzuwarten. Da hängt die Latte aber sehr hoch, weil die Rechtsprechung verlangt da also schon ganz erhebliche Gründe, ohne dass ich jetzt hier auf Einzelheiten eingehen will. So, wie ich ja schon sagte, die Scheidung selbst hängt eigentlich im Wesentlichen nur von der Trennungszeit ab. Sie werden dann auch vom Gericht in dem Termin nicht nach irgendwelchen Einzelheiten gefragt, warum die Ehe gescheitert ist. Also da geht es nicht ins Privatleben hinein, sondern die Gerichte fragen dann in der Regel in dem Termin dann nur noch mal, ob die Trennungsdaten stimmen und ob man die Ehe für gescheitert hält. Das ist es dann. Sie müssen also nicht befürchten, nach sehr privaten, intimen Dingen gefragt zu werden. Was zwingend mit der Scheidung zusammengeregelt werden muss, ist der sogenannte Versorgungsausgleich. Dabei geht es darum, die unterschiedlichen Rentenansprüche, die die Ehegatten während der Ehe, wohlgemerkt während der Ehe, erworben haben, so auszugleichen, dass dann unterm Strich jeder gleich viel hat. Das ist übrigens auch das, was das Scheidungsverfahren in der Regel in die Länge zieht, weil diese Auskünfte werden von den Versicherungsträgern eingeholt auf der Grundlage von Fragebögen, die die Ehegatten ausfüllen müssen. Und das kann sich eine ganze Weile hinziehen. Das eigentliche Scheidungsverfahren ist ansonsten relativ unkompliziert und der Scheidungstermin, wenn nicht noch irgendwas zusätzlich geregelt werden muss, dann in einer Viertelstunde vorbei. Was geregelt werden kann, aber nicht muss, sind die Angelegenheiten, die die Kinder betreffen. Da ist es ganz dringend empfehlenswert, dass man sich möglicherweise mit Hilfe von außen, Jugendamt, Familienberatung und so weiter einigt. Ansonsten bleibt es, wenn es keine Konflikte gibt, beim gemeinsamen Sorgerecht nach der Scheidung. Heißt, dass der Ehegatte, bei dem die Kinder leben, die sogenannte Alltagssorge hat, also so die alltäglichen Dinge entscheiden kann, aber natürlich
beide Ehegatten mitwirken müssen, wenn es um grundsätzliche und wichtige Entscheidungen geht. Also nehmen wir mal an, die Kinder leben bei der Mutter, dann kann die Mutter natürlich allein entscheiden, ob das Kind morgens bei Halsschmerzen in die Schule geht. Aber wenn die Mandeln rausgenommen werden sollen, dann müsste dann der Vater schon gefragt werden. Wie gesagt, wenn es keine ganz erheblichen Gründe gibt, da hängt die Latte also auch sehr hoch, bleibt die Sorge für die Kinder bei beiden Elternteilen. Meistens hat sich dann der Umgang aufgrund der Trennung auch schon eingespielt. Ansonsten möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass natürlich dem Ehegatten, bei dem die Kinder nicht leben, ein großzügiges, jeweils dem Alter entsprechendes Umgangsrecht zusteht. Nachehelicher Unterhalt, einmal Kindesunterhalt, einmal nachehelicher Unterhalt für den Ehegatten, sind auch heiße Eisen. Ob die Voraussetzungen vorliegen, ist im Einzelfall auch kompliziert. Die Höhe richtet sich zumindest als Orientierung nach den Tabellen, meistens nach der Düsseldorfer Tabelle. Auch da kann man allgemein wenig zu sagen. Muss man aufgrund der Unterlagen jeden Einzelfall beurteilen. Ich hatte nur schon mal in dem anderen Video auch schon erklärt, dass nachehelicher Unterhalt für den Ehegatten inzwischen die absolute Ausnahme ist. Ne? Prinzipiell geht der Gesetzgeber davon aus, wenn man geschieden ist, dann hat man für sich selbst zu sorgen. Wenn Vermögen vorhanden ist, kommt noch ein sogenannter Zugewinnausgleich in Betracht. Das besagt im Prinzip Folgendes, genau wie beim Versorgungsausgleich mit den Rentenanwartschaften, wird geguckt, wie viel Vermögen hatte jeder Ehegatte am Anfang der Ehe und wie viel Vermögen hat jeder Ehegatte am Ende der Ehe. Und die Differenz ist also der sogenannte Zugewinn. Und wenn einer mehr hat, muss er dem anderen was abgeben, sodass unterm Strich beide gleich viel haben. Auch das ist im Einzelnen natürlich wesentlich komplizierter, schon bei der Frage, was überhaupt in den Zugewinn eingerechnet wird und wie das berechnet wird, Stichwort Schenkungen, Erbschaften und so weiter, kann natürlich manchmal für einen Ehegatten sehr teuer werden, zum Beispiel wenn so der Klassiker ist, die Krankenschwester heiratet den Medizinstudenten, nach 10 Jahren kommt die Scheidung und der hat inzwischen eine gut gehende Arztpraxis, aber leider keinen Ehevertrag. Da kann der Zugewinnausgleich dann schon ganz schöne Dimensionen annehmen. Zum Zeitpunkt der Scheidung sollten möglichst die Angelegenheiten, Hausrat, Wohnung und so weiter schon geklärt sein. Ansonsten gucken Sie sich mal das andere Video an, da hatte ich ein paar Worte zu gesagt. Sonderproblem ist oft gemeinsames Eigentum, besonders Grundeigentum. Da gibt es eigentlich keine zwingende gesetzliche Regelung, sondern man muss da im Einzelfall eine Lösung finden. Die Problemfelder sind häufig so, dass nur mit dem gemeinsamen Einkommen die Kreditraten gezahlt werden konnten. Ein Ehegatte das entweder gar nicht oder nur mit Mühe stemmen kann oder dass sich die Ehegatten nicht über den Wert des Grundstücks und Ausgleichszahlungen einigen können. Um es mal kurz zu machen, die schlechteste Lösung ist sicherlich, wenn das Grundstück dann unter den Hammer kommt, da verlieren beide. Es gibt eine Fülle von anderen Möglichkeiten. Das reicht von der Übertragung an einen Ehegatten gegen bestimmte Ausgleichsleistungen, die man ja auch in Raten zahlen kann, über eine Vermietung des Objekts an Dritte, eine Teilnutzung durch einen Ehegatten, wie auch immer. Da muss man also individuelle Lösungen finden, denn es ist auch da so, ähnlich wie beim Mietvertrag, wenn man aus einer Mietwohnung auszieht, aus den Kreditverträgen kommt man alleine aufgrund der Trennung nicht raus, sondern da hängen beide Ehegatten nach wie vor drin. Es tun sich da also eine Fülle von Problemen auf. Vielen kann man aus dem Weg gehen, indem man entweder vor der Ehe oder während der Ehe einen Ehevertrag geschlossen hat. Das machen aber die wenigsten. Ansonsten sollte man sich so früh wie möglich beraten lassen. Einmal, wenn es um den Problemkreis Kinder, Unterhalt und so weiter geht, sicher durch das Jugendamt oder eine Familienberatung. Hüten Sie sich insbesondere davor, die Versuchung ist groß nach meiner Erfahrung, für beide Ehegatten bzw. Elternteile die Kinder als Druckmittel oder Waffe zu benutzen, um irgendwelche anderen Ziele durchzusetzen oder, was auch häufig vorkommt, ich nenne es mal so, alte Rechnungen mit dem Ex-Partner zu begleichen. Und ansonsten lassen Sie sich rechtzeitig beraten. Alles andere kann im Nachhinein wesentlich teurer werden. Vielen Dank für Ihr Interesse.